vom Schweigen, das nicht immer Gold ist. In einem kleinen Dorf an den von Weingärten bewachsenen Hängen des Leopoldsberges, ganz in der Nähe der Residenzstadt Wien, lebte eine junge Frau in einem kleinen Haus, das sie von ihren Eltern geerbt hatte. Zu dem Haus gehörte auch ein Garten und ein Stall, in dem besagte junge Frau ein Pferd hielt. Außerdem besaß sie Hühner und einen stolzen Hahn, einen Hund und eine Katze, und alle lebten in Eintracht miteinander. Im Garten baute das Mädchen nicht nur Gemüse an, sie hatte immer auch wunderschöne Blumen in sorgsam gepflegten Beeten. Und da sie eine begabte Malerin war, malte sie die schönsten Blumenbilder, die man in der Umgebung finden konnte. Selbst in der Residenzstadt war man auf die Künstlerin aufmerksam geworden, und so kamen immer wieder Leute aus der Stadt und kauften ihr Bilder ab, was ihr ein sicheres Einkommen bescherte. Im Dorfe selbst war die junge Frau geachtet, man respektierte, dass sie alleine lebte, und das war in jenen Zeiten noch gar nicht selbstverständlich. Eines Tages verbreiteten sich Neuigkeiten im Dorfe. Der reichste Weinbauer des Ortes hatte Verwandte im Rheinland, die ebenfalls Wein anbauten, und deren Sohn gedachte, ein Jahr bei seinen österreichischen Vettern zu verbringen, um hier die ortsübliche Art des Weinbaus kennenzulernen. Eines Tages war der junge Mann da und er gewann mit seiner frischen und bescheidenen Art die Herzen der Dorfbewohner. Auch kam er bald mit der jungen Frau in seiner Nachbarschaft ins Gespräch, und er half ihr, wann immer es ihm seine Arbeit im Weingarten ermöglichte. Er reparierte die Dachrinne, er dichtete die Fenster ab und er fütterte das Pferd, das es ihm mit einem vertraulichen Schnauben dankte. Wer die beiden jungen Menschen miteinander reden sah, der merkte sofort, dass sie einander von Herzen zugetan waren, dies aber nie aussprachen. Selbst die Tiere hatten herausgefunden, wie es um die beiden stand. Das Pferd weitete die Nüstern und bewegte die Lippen so, als wollte es sagen, erklärt euch doch endlich. Die Hennen liefen aufgeregt um den Hahn herum. Der Hund lag unter dem Gartentisch und grummelte vor sich hin. Und die Katze saß auf der Bank und blickte irritiert auf die beiden jungen Leute, die einander nur ansahen. Ein Jahr blieb der Bursche aus dem Rheinland bei seinen Verwandten, und bis zu seiner Abreise waren er und die junge Frau zwar einander nahe, aber doch nicht ganz näher gekommen. Die Stunde des Abschieds kam heran, und wieder konnte man die Unruhe der Tiere spüren. Sie hatten sich an den jungen Mann gewöhnt und hätten ihn gerne um sich gehabt. Nicht zuletzt deshalb, weil er ihrer Herrin so gut gefiel, und das spüren Tiere ja sehr. Der junge Mann kam mit geschnürten Ranzen, und er und das Mädchen blickten einander wieder tief in die Augen und sagten nichts, außer Worten des Abschieds, natürlich. Dann drehte der Jüngling sich um und ging. Die junge Frau sah ihm nach, dann drehte sie sich um und ging zurück ins Haus, und eine Träne glänzte auf ihrer Wange. Sie musste an nichts anderes denken, als dass es ihr am liebsten gewesen wäre, wenn der Jüngling sie in die Arme genommen und gesagt hätte, »Willst du mich, so bleibe ich.« Dieser Gedanke verursachte ihr einen so großen Schmerz, und es war wie ein Schrei in ihr, »So bleib doch hier!« Aber natürlich hatte sie nicht laut gesprochen. Inzwischen war der junge Mann aus dem Dorf heraus. Er wanderte auf der Hauptstraße in Richtung Klosterneuburg, als es ihm war, als hätte er einen Schrei gehört. »So bleib doch hier!« Und ihm war,
als wäre dies die Stimme des geliebten Mädchens gewesen. Er drehte um, rannte ins Dorf zurück, kam zum Garten, stürzte ins Haus und stand vor dem geliebten Wesen. Die Tiere hatten das natürlich auch gesehen und waren glücklich. Das Pferd schnaubte vor Vergnügen und scharrte mit den Hufen. Die Hühner rannten aufgeregt, gackernd durcheinander und sogar der Hahn ließ sich zu einigen zustimmenden Rufen verleiten. Der Hund sprang wedelnd an dem jungen Mann empor, nur die Katze tat so, als ginge sie das alles nichts an. In diesem Augenblick schienen sogar die Blumen ihre Kelche zu öffnen. Und die jungen Leute, die hatten einander so viel zu sagen, aber sie hatten ja auch viel nachzuholen. Aufs Jahr war die Hochzeit, und die stellte alles in den Schatten, was das Dorf bisher erlebt hatte. Glaubt es mir, ich bin dabei gewesen.